got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. Was machst du denn hier? Twerken, Mama. Twerken? Was ist das denn? Das ist so eine neue Tanzart. Eine neue Tanzart? Und ich hab gedacht, du hättest einen Krampf im Hintern oder so. Wie siehst denn du überhaupt aus? Normal, warum? Was normal? Was, Mama? Das ist doch nicht normal. Oh. Hast du das nötig? Ja. Wie ja? Ja, ich möchte einen größeren Hintern haben. Wie, du möchtest einen größeren Hintern? Für wen? Für was? Warum? Du hast eine optimale Figur. Mein Freund Charles, der steht doch auf richtig große Ärsche, weißt du? Der mag die Kim so gerne, die Kim Kardashian, kennst du doch auch. Und so einen Pro wie sie will ich jetzt auch haben. Wenn der doch jetzt schon mit dir zusammen ist, dann mag der dich auch mit kleinem Po. Hm? Überleg dir mal. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also, der kennt mich noch gar nicht mit meinem richtigen Po. Bis jetzt hat er mich immer nur mit meinen Push-Ups gesehen. Und ich traue mich auch nicht, ihm das zu sagen. Chantal ist ja schon eine süße Maus, ne? Und ist jetzt so ein bisschen im Beauty-Wahn. Alle wollen Kim Kardashian und anderen Stars mit großen Hintern nacheifern. Wozu eigentlich? Kim Kardashian gibt's schon, reicht ja, wenn die den Hintern hat. Klasse wäre, wenn Chantal sagen könnte, ich vorm Spiegel, gar nicht so schlecht, alles klar, kann losgehen. Wenn Charles mich so will, prima. Ich brauche eine Hintern-OP. Ich möchte mir Implantate in den Hintern machen lassen, damit der immer schön prall und rund ist und gleichmäßig. Einfach perfekt. Einfach perfekt. Und du hast perfekten rostigen Nagel im Hirn. Da kriegst du von mir keine Unterstützung. Sag ich dir jetzt schon, nein. Okay. Außerdem, du hast eine wunderbare Figur. Und du hast vielleicht einen kleinen Hintern, aber dafür einen süßen. Und davon abgesehen, ich würde dir anraten, zum Charles zu gehen. Und ihm die Wahrheit zu sagen. Ich trau mich nicht, Mama. Ehrlichkeit währt am längsten, Maus. Hallo. Das ist eine 10, Digga. Ja, Mann, 10. Warum 10? Hi, Schatz. Alles klar? Ja, aber ach, nichts. Wir bewerten ein bisschen die Mädels, aber du bist schon keine 10, du bist eine 11 für mich. Das ist kein Scherz. Ich wollte mal mit dir kurz was besprechen. Okay. Ja, worum geht's denn? Ja, besser. Alleine. Alleine? Hier alleine. Ja, gut, ohne dich. Digga, das ist keine 10 mehr, sind 12 schon. Was ist mit dir denn los, Alter? Da ist gar nichts dran, ey. Digga, sag mal, spinnst du oder was? Die kriegt von mir höchstens eine 4, Mann. Doch, da ist überhaupt gar nichts dran, ey. Dann, was? Schau mal, eine Frau, die muss schon ordentlich was dahinter haben. Knackigen Arsch, ja? Ich meine, weiß ich nicht, ey, guck dir doch mal Kim Kardashian an oder Eileen oder meine Chantal, ja? Da ist wenigstens was dahinter. Muss ein bisschen was zum Greifen haben, Mann. Du bist verrückt, Mann. Guck dir die an, die ist der Hammer. Lange Beine. Alter, ey, ganz ehrlich, das ist wie ein Ferrari ohne Motor, Mann. Ey, du kennst mich doch. I like big butts, but I cannot lie. Du bist verrückt. Other brothers can deny. Ja, 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 ist okay. Ist schon gut. Ja, ist doch so. Pass mal, gib's mir doch recht. Pass mal auf, was ich mit der Kleinen mache jetzt. Ja, viel Glück wünsche ich dir. Ja, Erfolg. Glaub mich, ich geh jetzt hin. Werden wir schon sehen. Ja, mach du mal. Was war denn? Was wolltest du denn besprechen? Ich wollte. Ja. Ich wollte dich eigentlich nur fragen. Ich habe keine Lust mehr auf Actionfilme. Können wir auch in so eine Romanze gehen? So ein Liebesschnulze? Jetzt ins Kino dann? Ja, scheiße. Ich glaube, ich kann Charles doch nicht die Wahrheit sagen. Der würde mich doch sofort verlassen. Ich glaube, ich muss das Geld für die Implantate doch irgendwie alleine zusammenbekommen. Vielleicht ist es ja doch nicht so teuer. Chantal ist immer noch entschlossen, sich Implantate in den Po einsetzen zu lassen. Doch da hat sie die Rechnung ohne ihre Kollegin Nina gemacht. Es kostet einen Haufen Geld. Du brauchst das überhaupt gar nicht, weil du so schon eine gute Figur hast. Und dann achtet eh keiner drauf. Du sitzt hauptsächlich nur auf deinem Arsch und gut ist. Ich verstehe dich einfach nicht. Ja, dass du mich nicht verstehen kannst, das war ja klar. Also danke für das Kompliment, aber ich selber fühle mich total unwohl mit so einem kleinen Hintern. Und ich weiß auch, dass Charles auf größere Hintern steht. Mädels, also wirklich, hebt euch diese Gespräche für die Pause auf, ja? Ja, so, das interessiert den Kunden jetzt wirklich nicht. Ja, entschuldige. Also entschuldigen Sie mich bitte, ja? Da brauchen Sie sich nicht entschuldigen. Mich interessiert das sehr wohl. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, Dr. Lieber, Dr. Anton Lieber. Ich bin der Schönheitschirurg hier in der Stadt. Oh. Und darum interessiert mich das beruflich schon sehr. Okay. Wie Sie meinen. Ja. Na, könnten Sie mir dann vielleicht verraten, wie teuer so eine OP ungefähr wäre?
Ja, das kann ich so nicht sagen. Da muss ich schon mal sehen, um was es sich hier handelt. Oh, Chantal, hör auf, ehrlich. Drehen Sie sich mal um, damit ich mir das mal ansehen kann. Ja, nee, also wir sind hier auf der Arbeitsstelle und da kann ich Ihnen das nicht zeigen. Also können Sie mir nicht einfach verraten, wie teuer sowas ungefähr wäre, in welchem Rahmen das steht? Nein, jetzt ziehen Sie sich nicht so, drehen Sie sich um. Ja, das... Ja, irgendwas zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Oh, so Chantal, viel. Vergiss es einfach. Das ist so viel Geld. Ja, also, ich glaube, das kann ich mir wirklich im Moment nicht leisten. Mach ich immer weiter hier. Ja, dann, aber danke sehr. Der nächste Tag. Chantal braucht die Po-OP um jeden Preis. In ihrer Not zweifelt die 18-Jährige nicht an der Seriosität des Schönheitschirurgen, der kurzfristig einem Hausbesuch zugestimmt hat. Ja, was genau kann ich denn jetzt tun für dich? Ich weiß ja, dass du dir Po-Implantate operieren lassen willst. Ja. Was genau kann ich denn jetzt tun für dich? Also ich hätte jetzt gerne eine genaue Einschätzung von Ihnen, was Sie meinen, wie teuer das bei meinem Hintern werden würde. Hm. Weil ich habe auch ein bisschen andere Vorstellungen. Also ich weiß nicht, kennen Sie vielleicht Kim Kardashian? Ja, kenne ich, sag nur was. Ja, genau. Und Ihren Po möchte ich haben. Einfach die perfekte Größe. Okay. Ja, sind wir hier alleine? Ja, also im Gut, Moment weil, schon, ja. Ja, aber ich müsste mir dann das schon mal ein bisschen genauer ansehen, was da, bevor ich okay. da was sagen kann. Okay. Und ja, am besten ist, Sie drehen sich da mal ein bisschen um. Ja. Lassen Sie mal die Hose, tun Sie mal die Hose runter, weil ich muss mir das jetzt schon genau anschauen. Na ja, gut, wenn Sie meinen, also wir sind ja jetzt gerade alleine. Ja, ne? Drehen Sie sich mal um. Ja. Ja, saftig. Schön, schön. Ja, gut. Ich glaub, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Haben Sie genug gesehen? Greg, ich bin mir sicher, dass ich da so einen richtig schönen, runden Bubblebutt hinkriege. Ja, das freut mich ja. Perfekt. Ja, krieg ich hin, krieg ich hin. Ja? Ja. Super. Und wie teuer wäre sowas denn? Ja, 6.200 Euro sicherlich. Was, so viel? Ja. Ja, ja. Oh Gott, ja, kann man das irgendwie mit Ratenzahlung regeln oder so? Kindchen, Ratenzahlung gibt's bei mir nicht. Nicht? Nein, nein. Gibt's die Möglichkeit, das Geld abzuarbeiten? Abzuarbeiten? Ja. Willst du die OP wirklich? Ja, natürlich. Also mein ganzes Leben hängt da dran. Ja, also abzuarbeiten, da gibt's schon so ein paar Möglichkeiten. Okay, ja. Wenn du das wirklich willst. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss die OP haben. Okay, und du kannst massieren auch? Ja, massieren kann ich auch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Ich krieg von dir einen ordentlichen Blowjob und dann kriegst du von mir die OP. Ja, kleinen Moment, was für ein Blowjob? Was machen Sie da? Wir haben gerade drüber gesprochen. Nein, machen Sie bitte Ihre Hose zu. Was ist das denn? Was nun gehen Sie raus. Ja, ich will Gott. Sie nicht mehr sehen. Komm, bitte, weißt du gehen endlich, Sie was zu du Tür. Willst? Nein. Ah, immer diesen Mädchen da. Nein, Sie haben da irgendwas missverstanden. Am nächsten Tag. Chantal steht mit dem Rücken zur Wand. Doch sie will unter keinen Umständen auf die Po-Vergrößerung verzichten. Ein weiteres Treffen mit Schönheitschirurg Dr. Lieber scheint ihre letzte Chance zu sein. Ganz ehrlich, ich hätte nicht mehr gerechnet, dass du dich noch bei mir meldest, nachdem du mich da rausgeschmissen hast bei dir. Ja, sie haben mich auch total überrumpelt. Ach komm. Aber es tut mir sehr leid. Aber ich habe es mir ja noch mal anders überlegt. Ja, klar, wenn die Leistung stimmt, bin ich auch gerne bereit für die OP. Ja, freust du dich schon? Sollen wir mal reingehen? Ja. Red dich doch mal, komm. Du willst doch auch die OP. Lass mal sehen hier. Zeig doch mal, ja. Warte. Oh, das gibt's doch nicht. Hallo, Schatz. Bin gerade in der Besprechung. Ja, die kam ganz plötzlich. Ja, wusste ich vorher auch nicht. Kann ich dir nicht sagen, wie lange die dauert? Ja, 18 Uhr. Hier heißt es so schön, Gelegenheit macht Diebe. Und einen Diebstahl haben wir hier eindeutig. Was machst du denn hier? Nichts. Ja, wie nichts? Du fasst doch mein Portemonnaie. Sag mal, beklaust du mich hier oder was? Nein.
Bleib mal hier! Lass mich los! Bleib stehen, hab ich Lass mich gesagt. Los! Nein! Komm her. Nein! Chantal hat keine Hemmungen mehr. Die 18-Jährige denkt nur noch an das Geld und an die OP und zockt in den nächsten Tagen gleich mehrere Männer ab. Chantal, ich kann nicht mehr schlafen, seitdem du mir die ganzen Sachen mit diesen Männern erzählt hast. Oh nein, bitte, mach dir keine Sorgen. Du willst das hier wirklich durchziehen, oder? Doch, klar. Ich meine, es läuft perfekt gerade. Wie, es läuft perfekt? Ja, ich habe schon fast 1000 Euro zusammen. Bitte, was? Ja, klar, beruhig dich, ist doch alles super. Das ist gerade nicht dein Ernst. Damit habe ich schon die komplette Anzahlung für die OP gesammelt. Das ist total leicht. Die Männer, die merken es auch nicht mal. Wie, die merken das nicht? Ja, guck mal, ich habe mich angemeldet auf so einer Internetseite und dann verabrede ich mich mit denen, dann treffen wir uns im Hotel, die denken, wir haben Sex, aber ich schicke die ins Bad und dann in der Zeit, wo sie weg sind, nehme ich ihr Portemonnaie und hau ab. Sag mal, das ist total leicht. Hast du irgendwie mal daran gedacht, vielleicht mal erwischt zu werden? Ja, klar, aber ich meine, das ist das Risiko, ne? Und einer hat mich zwar dabei erwischt, aber der konnte mir dann auch nichts anhaben. Der wollte sein Geld haben, ich bin weggelaufen, er hat mich gepackt, ich bin aus meiner Jacke rausgeschlüpft und bin weg. Also, ich meine, meine Jacke ist mir doch auch egal dann. Am Abend. Chantal ahnt nicht, dass der nächste Ärger bereits im Anmarsch ist. Na? Erinnerst du dich noch an mich? Ja, wie hast du mich gefunden? Du hast deine Jacke mit einem Briefumschlag und deine Adresse bei mir gelassen. Was für ein Umschlag? In deiner Jacke mit deiner Adresse. Oh, fuck. Wo ist mein Geld? Das weg, weg. Was für ein Weg? Ich will mein Geld wieder haben. Denkst, kannst du mich heiß machen und dann mit meiner Kohle abhauen oder was? Ja klar, so ein perverses Schwein wie du hat ja nichts anderes verdient. So läuft es nicht. Ich will mein Geld wieder haben. Doch. Ich hab's nicht mehr, okay? Also, du kriegst es auch nicht wieder. Lass mich los. Wenn ich mein Geld nicht wieder kriege, dann vergesse ich mich. Ja, dann werde ich es aber deiner Frau erzählen. Und dann werde ich ja sehen, wie es dir geht. Ich habe keine Frau und auch keine Freundin. Ich will mein Geld wieder. Und kriege ich es nicht wieder, dann knallt es. Hast du mich verstanden? Ja, ist okay. Ein Tag später. Chantal steht unter massivem Druck. Ihre Lage ist kritischer als je zuvor. Für sie gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit. Ich muss noch raus. Ist gar kein Problem. Ja, gut. Mein Mann kriegt das nicht auf die Reihe. Der Kleinen geht es immer noch schlecht. Also langsam glaube ich wirklich, dass dieses Abtreten der Elternzeit ein Riesenfehler war. Ich bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Bis gleich. Fällt Ihnen das soweit? Ja, danke sehr schön. Hallo? Chantal? Ja? Was war denn das bitte? Nichts. Was machen Sie an meiner Kasse? Was soll das jetzt? Ich muss irgendwie an Geld kommen. Klauen Sie tatsächlich Geld? Her mit dem Geld. Ich glaube, es geht los hier. Ja, also hätte ich jetzt nicht diesen blöden Autoschlüssel vergessen, ja, dann hätte sie jetzt einfach das Geld da rausgenommen, ja? Ja, ich bin Ach, macht man das jetzt so? Ich bin wirklich in Schwierigkeiten. Nee, ja, natürlich. Ja. Sowas kann ich hier nicht gebrauchen. Hallo, ich habe Ihnen vertraut. Ja? So eine Mitarbeiterin brauche ich hier nicht. Sie sind fristlos gekündigt. Ja, ich will jetzt auch gar nichts mehr hören. Ich will nichts mehr hören. Packen Sie Ihre Sachen raus. Hey. No. No. No.